In diesem Video werden wir uns mal einen Tarif von der Helvetia angucken. Und zwar geht es um den Tarif Clevesto Basisrente Tarif FBV. Wenn du also einen solchen Vertrag abgeschlossen hast oder gerade vor der Überlegung stehst, ob das Ganze für deine Altersvorsorge das Richtige ist, dann solltest du dir dieses Video ganz genau bis zum Ende angucken. Mein Name ist David Tappe und ich bin seit über 12 Jahren Experte für das Thema Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Geldanlage. Jeden Tag kommen Menschen auf uns zu mit vorhandenen Verträgen, eben für die Altersvorsorge oder mit Angeboten, die sie vorliegen haben, und fragen. Menschen, die sich unsicher sind, ob das Ganze das Richtige ist für sie, ob sich das lohnt, ob sich das rechnet. Und da helfen wir dann mit unserer Beratung und übersetzen diese dann teilweise doch sehr schwer zu verstehenden Vertragsunterlagen und zeigen den Leuten eben, wie sich das in ihrem Einzelfall konkret zusammensetzt. Und so ist es jetzt auch hier wieder gewesen, dass jemand auf uns zukam mit einem Angebot eben von der Helvetia, eine sogenannte Basisrente, die wir jetzt hier gleich mal genauer gemeinsam betrachten werden. Wir gehen gleich in das Angebot gemeinsam rein und werden dann Stück für Stück die verschiedenen Kostenarten rauslesen und ich werde den Tarif ein bisschen erklären. Und dann gehen wir in das finanzmathematische Gutachten, was wir dann entsprechend dazu erstellt haben. Wenn du diesen Vorteil überspringen möchtest, kannst du gerne unten in der Beschreibung auf die Stelle klicken, sodass du direkt zum Fazit, also zum finanzmathematischen Gutachten springst. Wir haben hier eine Basisrente, wie gerade gesagt. Die Basisrente ist eine Produktkategorie, die ähnlich wie die gesetzliche Rente ist. Das ist eine Produktart, die speziell für Selbstständige ins Leben gerufen worden ist, weil es hier bei den Selbstständigen eben so ist, dass die meisten Selbstständigen nicht in die gesetzliche Rente einzahlen. Und der Gesetzgeber wollte, dass man ihnen halt eine Alternative bietet, die ähnlich ausgestattet ist. Das heißt, Beiträge, die hier eingezahlt werden, können nach einem gewissen System steuerlich abgesetzt werden. Und hinten raus im Rentenalter, genau wie in der gesetzlichen Rente, werden die Renten hieraus wiederum besteuert. Entscheidend hier ist der entsprechend persönliche individuelle Steuersatz und das macht es natürlich auch schwierig, das auch hier in so einem Video so allgemein zu erklären. Deswegen werden wir uns hier in dem Video nur mal auf den Tarif an sich beschränken. Die steuerlichen Parameter lassen wir in diesem Video jetzt außen vor. Wenn du möchtest, dass du einfach mal eine steuerliche Betrachtungsweise etwas erklärt bekommst, etwas genauer, dann findest du unten in der Beschreibung ein Video, wo ich mal so einen steuerlichen Best Case aufgeführt habe. Das kannst du dir natürlich gerne angucken, findest du in der Beschreibung. Einfach ist es natürlich, wenn du dich direkt bei uns meldest, dann können wir das mit deinen Werten natürlich dir auch ganz genau ausrechnen. Dann ist es so, dass wir gleich hier in diesem Angebot natürlich das Ganze nur als Beispiel so aufbereiten können, dass du dich hier dran zwar orientieren kannst, aber es kann natürlich keine individuelle Berechnung für dich hier erstellt werden. Deswegen, die Werte und Zahlen in deinem Angebot oder deiner Basisrente von der Helvetia, die werden natürlich mit denen, das, was du gleich hier sehen wirst, abweichen. Das heißt, das Ganze ist für dich nur eine Orientierung, kann aber keine persönliche individuelle Beratung ersetzen. Die können wir dir natürlich bieten. Wenn du möchtest, kannst du dich eben bei uns melden. Dann ist es so, die Vertragsprüfung, wie wir jetzt hier gleich eine machen, davon haben wir schon Tausende gemacht. Wir haben immer eine ähnliche Vorgehensweise und aus Zeitgründen kann ich die gleich nur ganz grob anreißen. Wenn du das aber in der Tiefe verstehen willst, wie so eine Vertragsprüfung funktioniert, dann findest du unten in der Beschreibung einmal ein Video, als aber auch einen Blogartikel, wo du eben sehen kannst, wie so eine Vertragsprüfung von den Grundlagen her aufgebaut ist. So, und eine Sache sei noch wichtig erwähnt, und zwar legen wir bei den Vertragsprüfungen, wie wir eben schon viele, viele Tausend gemacht haben, immer den Hauptfokus darauf, welches Renditepotenzial hat denn eine Geldanlage oder eine Altersvorsorge. Weil grundsätzlich sollte für dich die goldene Regel sein, wenn du Geld aus deiner Hand gibst und investierst, dann solltest du immer die Erwartung haben, dass natürlich auf längere Sicht mehr oder weniger planbar dein Geld plus X, sprich Zinsen, zurückkommt. Nur dann macht es Sinn natürlich, dein Geld überhaupt zu investieren, wenn du die klare Erwartung hast und den Plan hast, dass auf längere Sicht mehr zurückkommt. So. Und deshalb, wie gesagt, konzentrieren wir uns immer in erster Linie auf die zu erwartende Rendite einer entsprechenden Geldanlage. Jetzt gehen wir aber mal hier zusammen in das Angebot, was wir hier vorliegen haben, und gehen mal zusammen die wichtigsten Parameter durch. Also, wir haben hier das Deckblatt und hier haben wir jetzt das Angebot. Clevesto Basis, FBV heißt der Tarif. So, wir haben jetzt hier eine Person, die ist geboren am 19. Februar 1990 und dieser Herr in dem Fall möchte ab dem 1.4.22 monatlich gerne 250 Euro hier einzahlen. Und das Ganze möchte er machen bis zu seinem 67. Lebensjahr. Das ist dann im Jahr 2052.
Wir haben hier dann eine Vertragslaufzeit, wo er beabsichtigt, eben monatlich diese 250 Euro konstant einzuzahlen von 35 Jahren. So, dann gehen wir etwas weiter und sehen hier, wie das Geld dann angelegt werden soll. Laut diesem Angebot hier soll das Geld in eine Fondsanlage fließen, in einen Aktienfonds, und zwar 100% der Beiträge oder des angelegten Geldes sollen eben hier eingezahlt werden. So, und da sind wir schon mal an einem wichtigen Punkt, und zwar, um jetzt dieses Vertragsprodukt zu prüfen, zu bewerten, müssen wir uns natürlich angucken, welches Renditepotenzial hat denn dieser Vertrag an sich. Und die Rendite kommt ja nicht von der Helvetia, sondern sie kommt aus den Asset-Klassen oder den Anlageklassen, die der Fonds sich zunutze macht. Das heißt, wir haben uns als erstes mal angeguckt, in welche Anlageklasse wird denn hier investiert. Und das ist in dem Fall, wie schon erwähnt, der Aktienmarkt. Ausschließlich der Aktienmarkt. Jetzt können wir natürlich nicht in die Glaskugel gucken und vorhersagen, welche Entwicklung konkret diese Fondsanlage hat. Deswegen können wir uns aber vor Augen führen, was denn der Aktienmarkt als Ganzes im Durchschnitt über die letzten beispielsweise 100 Jahre an Rendite, an Wachstum gebracht hat. Und daraus können wir dann ableiten, dass die Marktrendite der letzten, wie gesagt, Jahrzehnte im Schnitt bei 9% lag. Das heißt, wir haben eine Marktrendite von 9% und die nehmen wir jetzt mal an, auch für die Zukunft. Das heißt, wir gehen jetzt von einer 9%igen Marktrenditeannahme für die Zukunft aus und müssen davon jetzt alle negativen Faktoren abziehen, was das ist, erkläre ich gleich, um dann eine durchschnittliche Rendite zu ermitteln, die dann im Schnitt pro Jahr hängen bleibt, auf die dann letztendlich der Wachstum des eingezahlten Geldes stattfindet. So. Negative Faktoren, das sind zum einen die Kosten rein auf der Ebene der Versicherung, zum anderen die Kosten auf der Ebene der Fondsanlage, als aber auch einige weitere negative Faktoren. Erkläre ich gleich. Zuerst mal gehen wir in die negativen Faktoren, sprich in die Kosten, die auf der Ebene der Versicherung entstehen. Die fangen hier an, und zwar auf der Seite 46, so weit nach unten gehen. Ganz unten, da sehen wir hier die Kostenarten. So, hier können wir jetzt erkennen, welche Kostenarten sich denn in diesem Tarif der Helvetia befinden. Zunächst einmal haben wir hier oben die Abschluss- und Vertriebskosten, die einmalig berechnet werden bei Vertragsabschluss. Und zwar sind das 2,5%, sogenannte Alpha-Kosten, und zwar 2,5% von der Bewertungssumme. Die Bewertungssumme ist, wenn sich hier der Max Mustermann mit 250 Euro Monatsbeitrag dazu bereit erklärt, das einzuzahlen, dann nimmt man 250 Euro mal 12 mal 35 Jahre Gesamtlaufzeit, und aus dieser Gesamtsumme werden die Abschluss- und Vertriebskosten berechnet und dann bei Vertragsabschluss dem Kunden in Rechnung gestellt. Allerdings auf, hier steht's, steht hier nicht, 5 Jahre verteilt. Das heißt, wenn wir das mal ausrechnen, die Abschluss- und Vertriebskosten, hier steht's in Euro, sind 2625 Euro durch 60 Monate, 5 Jahre, sind 43,75 €, die von jedem monatlichen 250er zur Bezahlung der Abschluss- und Vertriebskosten verwendet werden. Das ist die erste Kostenart. Man geht dabei davon aus, dass der Max Mustermann das hier auch die kompletten 35 Jahre durchzieht. Würde er jetzt zum Beispiel beispielsweise 500 Euro monatlich einzahlen, dann hätte man hier nach einer ganz einfachen Mathematik den doppelten Abschluss- und Vertriebskostensatz. So. Ein Hinweis vielleicht noch dazu, wenn er jetzt mit einem Beitrag von 250 Euro startet und beispielsweise nach 5 Jahren, jetzt ganz überspitzt gesagt, keinen Beitrag mehr zahlt, aus welchem Grund auch immer, dann hat er natürlich die Abschluss- und Vertriebskosten bereits alle abbezahlt für eine Vertragslaufzeit, die ja eigentlich für 35 Jahre gedacht war. Das heißt, dann hatte er, weil die Kosten eben auf den Anfang gezogen werden. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Vielleicht nochmal anders dargestellt. Die Kosten sind immer kalkuliert unter der Annahme, dass jemand das über die ganze Laufzeit durchzieht. Das ist der erste Satz. Der zweite Satz sind Verwaltungskosten. Verwaltungskosten, da gibt es hier in diesem Block einmal die sogenannten Beta-Kosten. Die Beta-Kosten werden hier in Rot haben wir hinzugefügt, hier steht es in Schwarz durch den Versicherer, die betragen 8,41%. So, was ist das? Man nimmt den monatlichen Beitrag, 250 Euro, und davon 8,41% sind 21 Euro und aufgerundet 3 Cent.
Das ist ein Kostensatz, der bei jeder Zahlung eines Monatsbeitrags berechnet wird. So, wenn wir also diese 21,03 € mal hochrechnen, mal 12 Monate, mal 35 Jahre, dann macht diese zweite Kostenart nochmal 8.830 € aus, die auch nochmal dazukommen, zu den Abschluss- und Vertriebskosten. Und dann gibt es jetzt den dritten Kostensatz, und zwar die sogenannten Gamma-Kosten. Die können wir leider nicht mit dem Taschenrechner mal eben errechnen. Die Gamma-Kosten sind nämlich ein prozentualer Kostensatz, der sich jedes Jahr auf eine immer größer werdende Berechnungsgröße berechnet. Also, hier wird ja monatlich eingezahlt und dadurch steigt ja das Vertragsguthaben. Und der Gamma-Kostensatz, der in sich auch nochmal variieren kann, wird halt auf Basis eines jedes Jahr wachsenden Vertragsguthaben immer wieder neu berechnet. Das heißt, in Euro macht das natürlich immer mehr aus. Wie viel genau sehen wir gleich im finanzmathematischen Gutachten. Aber in dem Fall sehen wir jetzt einmal hier, dass die aktuelle Kostenbelastung bei 2,36% liegt. Maximal steht hier 5,48%. Das ist schwer greifbar, was denn jetzt genau da zum Tragen kommt. Wir haben bei der Fachabteilung der Helvetia angefragt und haben schriftlich mitgeteilt bekommen, dass es aktuell, was den Gamma-Kostensatz angeht, 0,48% sind, die pro Jahr für diesen Verwaltungskostensatz, diesen prozentualen, berechnet werden. Also hätten wir die Anfrage dort nicht gestellt, wäre es aus diesen Unterlagen hier nicht ersichtlich, wie hoch dieser Kostensatz ist. Ja. Dann haben wir jetzt damit die Abschluss- und Vertriebskosten, die festen, in Anführungsstrichen, Beta-Kosten und diese ja sehr variablen und offensichtlich auch so ein bisschen überhaupt nicht nachvollziehbaren Gamma-Kosten ermittelt. Dann gehen wir jetzt weiter und gucken uns an, welche Fondkosten gibt es denn hier zu berücksichtigen. So, bei den Fondkosten gehen wir mal zunächst in die wesentlichen Anlegerinformationen dieses Fonds. Die sehen wir hier. Wesentliche Anlegerinformationen, da können wir eben gucken, wo und wie investiert der Fonds. Und auf der zweiten Seite sehen wir jetzt hier die Kosten dieser Fondsanlage. Die betragen 1,87%. So, das ist der Kostensatz der Fondsanlage. Jetzt sehen wir hier rechts am Rand, dass die Kosten auf den Aufwendungen des letzten Geschäftsjahres sich beziehen. Und hier steht, dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Also hier ganz wichtiger Hinweis, rechts am Rand sehen wir, dieser Kostensatz von 1,87% ist nicht jedes Jahr gleich, sondern kann variieren. Dann sehen wir weiter hier, und zwar ausführliche Informationen zu den Gebühren finden Sie in den Abschnitten Anteilsklasse und Erfolgsgebühren sowie im Anhang des aktuellen Prospekts von Franklin Templeton Investment Fonds. So. Also das heißt, wir können hieraus so halb erahnen, dass es eine Kurzzusammenfassung hier der Kosten ist und eine ausführliche Information darüber kann man eben an anderer Stelle hier nochmal sehen. Wir haben uns die Arbeit gemacht und haben uns die Fondsanlage und die Halbjahresberichte sehr detailliert angeguckt und haben im Großen und Ganzen noch drei weitere negative Faktoren mit ermitteln können, die ich jetzt gleich erkläre. Vorher allerdings springen wir nochmal in das Angebot des Versicherers zurück, denn wir haben nämlich hier auf der Seite 7, Hinweise zu einer Überschussbeteiligung. So, und zwar konkret für das Jahr 2022, hier oben, gibt die Helvetia in diesem Angebot an, dass es Überschussrückerstattung gibt. Das heißt, je nach Höhe des Vertragsguthabens, sehen wir hier, gibt es im aktuellen Jahr Rückerstattungen durch die Fondsanlage, die dann die Helvetia an den Kunden wiederum in Form von Kostenminderungen weitergibt. Wir haben jetzt mal ganz gutgläubig gerechnet und gesagt, dass diese Sätze, die natürlich nicht für alle Ewigkeit fest sind, in dem Fall hier für 35 Jahre lang konstant so gelten. Es kann natürlich in der Zukunft noch mehr Überschüsse geben, es kann weniger, es kann gar keine geben. Also gehen wir jetzt mal einfach davon aus, dass das hier über die nächsten 35 Jahre konstant bleibt. Dann haben wir hier eine Überschussberechnung gemacht, als dass wir gesagt haben,
Wir machen jetzt mal hier eine Auflistung der einzelnen Jahre vom 1. bis zum 35. Jahr, schreiben den jeweiligen Vertragswert rein, den wir mit dem finanzmathematischen Gutachten ermittelt haben, und berechnen gemäß dieser Staffel hier, die ich eben gezeigt habe am Angebot der Helvetia, welche Überschussrückerstattung es quasi gibt. Und kommen dann insgesamt auf 23.704 Euro Rückerstattungen, die daraus entstehen. So, mit, wie gesagt, gewissen Annahmen, dass das über die nächsten 35 Jahre genauso läuft. Wenn wir das wiederum in Prozent umrechnen, bringt das eine gewisse Minderung, was die Fondskosten angeht. Und das haben wir dann hier, jetzt schließt sich der Kreis, natürlich in den Fondskosten dann auch mit berücksichtigt, sodass die Fondskosten sich dadurch reduzieren auf 1,37%. So. An der Stelle vielleicht mal ganz kurz der Hinweis: Wir machen das sehr, sehr oft und regelmäßig, als dass wir natürlich schnell erkennen können, wo wir gucken müssen, wie man letztendlich die Sachen miteinander verknüpft. Aber du merkst, glaube ich, gerade selbst, wenn du dir dieses Video anguckst, wie schwer das eigentlich ist, das ins richtige Licht zu rücken und in den richtigen Kontext zu bringen, wie man das jetzt am besten kalkuliert und aufbaut. Und ja, wieder ein Grund mehr, dass es einfach nahezu unmöglich ist, als Laie 100, 200 Seiten Vertragsbedingungen etc. einfach so mal zu verstehen oder geschweige denn in der Lage zu sein, vergleichen zu können. Ich hatte eben erzählt, es gibt hier noch drei weitere negative Faktoren, die wir auch erfassen müssen. Und das sind zum einen die Transaktionskosten. Die sind in den laufenden Fondskosten nicht enthalten. Die Transaktionskosten entstehen immer dann, wenn der Fondsmanager besonders viele Aktien kauft und verkauft. Es gibt Marktzeiten, da passiert das nicht so häufig, dann gibt es wieder Phasen, wo das sehr viel passiert. Diese Fondsart eines aktiv gemanagten Fonds hat die Neigung dazu, dass das doch häufig passiert. Und wir können das natürlich für diesen Fonds nicht für die Zukunft vorhersagen und auch für keinen anderen. Wir können aber auf wissenschaftliche Literatur zurückgreifen, wo dieses Thema der Transaktionskosten vielfach untersucht worden ist und im Schnitt über die Masse der Fonds die Transaktionskosten bei 1% pro Jahr liegen. Das ist ein durchaus angemessener und seriöser Satz, der sich immer wieder auch nachlesen lässt, wie zum Beispiel in solchen wissenschaftlichen Büchern, wo 7 Finanzprofessoren diverse Untersuchungen gemacht haben und das halt auch irgendwo bestätigen. Also 1%. Dann geht es weiter. Und zwar haben wir eine Minderung der Rendite durch das aktive Management. Was heißt das? Das sind nicht die laufenden Fondskosten, die wir jetzt hier schon besprochen haben, sondern wenn wir von einer Marktrendite von 9% ausgehen und ein Fonds die Anlagestrategie des aktiven Investierens hat, sorgt das dafür, das sagt schon fast die Logik, dass der Fondsmanager eben auch keine Glaskugel hat und gelegentlich auch mal daneben liegt. Und da gibt es eben eine ganze Reihe an Untersuchungen und Studien darüber, dass aktiv gemanagte Fonds im Mittelwert immer ein bisschen unter der Marktrendite performen. Manche mehr, manche ein bisschen weniger. Dann gibt es mal Phasen, wo die sogar ein bisschen besser laufen als die Marktrendite. Aber im Großen und Ganzen findet durch den aktiven Ansatz dann doch eine Renditeminderung statt. Und die setzen wir hier an mit sehr humanen 0,5% als Minderungssatz pro Jahr. Und der nächste Faktor, und das ist dann der letzte, ist die sogenannte Cashlock-Falle. Jeder Fonds, nahezu jeder Fonds, hat immer einen Teil seines Fondsvermögens Cash auf der Seite in der Reserve. Bedeutet, wenn du jetzt in einen Fonds Geld einzahlst, dann ist immer ein Teil deines Geldes nicht angelegt, bringt also keine Rendite. Und das müssen wir aus unserer Betrachtungsmethode der Marktrendite natürlich abziehen. Und das haben wir uns auch sehr detailliert hier angeguckt und haben hier bei dieser Fondsanlage zum Beispiel im aktuellsten Bericht einen Anteil von, ein bisschen klein, 1,78% des gesamten Fondsvermögens identifizieren können, die eben auf der Seite liegen, also quasi keine Rendite bringen. Jetzt haben wir uns die vergangenen Halbjahresberichte angeguckt. Dort werden auch höhere Sätze genannt. Und im Durchschnitt, im Mittelwert haben wir ermittelt, reden wir hier über eine Cash-Lock-Größe von 1,97% des Fondsvermögens. Von unserer Marktrenditebetrachtung ausgehend bedeutet das wiederum, wie gesagt, eine Minderung der Rendite, und zwar um 0,17%. Das heißt, wir müssen hier jetzt 0,17% noch hinzufügen, sodass wir jetzt hier die drei Faktoren alle erfasst haben. Und damit können wir, wenn wir das zusammenrechnen, 1,67% pro Jahr als
Gesamtzahl der negativen Einflussfaktoren, die wir halt einfach noch berücksichtigen müssen, wenn wir es finanzmathematisch korrekt berechnen wollen. So, und jetzt haben wir die Kosten auf der Ebene der Helvetia, also sprich in dem Versicherungstarif. Wir haben die Kosten der Fondsanlage, wir haben die Überschüsse, wohlwollend, als dass sie für die nächsten 35 Jahre konstant bleiben. Und wir haben die negativen Einflussfaktoren mit ihrer gewissen Range hier erfasst. Diese negativen Faktoren, die ich jetzt hier hinzugeschrieben habe, sind relativ schwer zu recherchieren und teilweise auch nachzuvollziehen. Ich kann das hier immer nur anreißen. Wenn du das sehr detailliert wissen willst, dann verweise ich nochmal unten in der Beschreibung der Blogartikel als auch das Video, wo ich die Grundlagen erkläre. Da gehe ich auf diese Punkte genauer rein. Und wenn du möchtest, kannst du natürlich auch, wenn du ganz genau das Thema prüfen willst, die Quellen nachweisen, wie zum Beispiel ein solches Buch, die eine oder andere Studie, unten in der Beschreibung wiederfinden. Und wenn du es einfach haben willst, kannst du dich natürlich bei uns melden, dann können wir es für dich errechnen und dir im 1:1 auch genauso erklären, wie es bei dir konkret aussieht, weil das ist ja das, was dich am wesentlichsten betreffen sollte. Wir gehen jetzt mal in das finanzmathematische Gutachten, was wir erstellt haben. Und zwar hier zu dem Tarif Helvetia Clevesto Basisrente. Wir haben jetzt hier eingegeben, einmal bei den allgemeinen Parametern, den monatlichen Beitrag, dann die Vertragslaufzeit und Beitragszahldauer, die 35 Jahre. Dann haben wir hier von dem Max Mustermann sein aktuelles Alter, 32. Dann haben wir gesagt, anlagerelevante Parameter. Wir haben hier einen Aktienfonds mit ausschließlich Aktienanteil. Dann auf der nächsten Seite haben wir die kostenrelevanten Parameter. Also einmal die Fondskosten mit dem Überschuss berücksichtigt. Ich mache es gerade nochmal auf. Hier diese 1,37 haben wir jetzt hier mit im Gutachten erfasst. Wie gesagt, mit der Unterstellung des Überschusses, dass der dauerhaft so bleibt. Dann haben wir hier die negativen Einflussfaktoren. Hier nochmal in Rot hinzugefügt. Diese 1,67%, die wir mit berücksichtigen müssen. Dann haben wir hier die Gammakosten des Versicherers, wo wir ja wie gesagt aufgrund von Nachfrage beim Versicherer die Auskunft bekommen haben, dass es derzeit dieser Satz ist. Der kann sich natürlich auch deutlich erhöhen. Wir haben ja eben gesehen, bis zu was für Grenzen das hochgehen kann. Hier gehen wir auch davon aus, dass es dauerhaft auf diesem, man muss schon sagen, günstigen Niveau bleibt. Dann haben wir hier die Abschluss- und Vertriebskosten, die sich eben auf diese Vertragslaufzeit zur Berechnung der Bewertungssumme auf 60 Monate verteilen. Und hier noch zu guter Letzt die Beta-Kosten, die hier mit 8,41% hinterlegt sind. Zusammenfassend haben wir jetzt folgendes Ergebnis. Wir haben ein insgesamt eingesetztes Geld. Das heißt 250 Euro mal 12 mal 35 Jahre, wenn das der Max Mustermann so durchhält, dann hat er insgesamt 105.000 Euro ausgegeben. So. Jetzt hat er zwar durch die Steuererklärung, weil er das Ganze ja bei der Steuererklärung angibt, einen Teil zurückbekommen, je nachdem, was für einen Steuersatz er hat. Auch da ist wiederum eine Staffel hinterlegt. Aber im Großen und Ganzen wird aus dem Kapital nach unseren Berechnungen etwa 230.000 Euro Gesamtsumme. Also auf den ersten Eindruck könnte man sagen, mehr als verdoppelt, klingt doch erstmal gut. Jetzt gucken wir uns aber mal an in der Praxis, wie kann er denn über das Geld verfügen und was heißt das jetzt konkret? In dem Angebot der Helvetia ist ein Rentenfaktor von 21,11 Euro zu finden. Das heißt, pro 10.000 Euro Vertragsguthaben bekommt der Max hier 21,11 Euro lebenslange Rente. So, das heißt, wir haben jetzt mal die Rente errechnet, das sind hier 484 Euro monatlich, brutto, weil in der Basisrente, wie schon ein paar Mal erwähnt, die Einzahlungen werden steuerlich begünstigt und die Auszahlungen werden steuerlich belastet. So, ist eine sehr individuelle Betrachtungsweise. Wir vergleichen jetzt mal hier im ersten Step brutto zu brutto. Das Problem dabei ist, dass diese 484 Euro in 35 Jahren inflationsbedingt nicht mehr so viel Wert haben. Das heißt, wir müssen hier bei so einer langen Laufzeit natürlich die Inflation irgendwo mit berücksichtigen. Das gilt generell für das Thema Altersvorsorge und Geldanlage, vor allem wenn wir über Jahre und Jahrzehnte reden. Weil die Inflation im Moment sehr hoch, im Durchschnitt dann aber doch irgendwo 2% beträgt und dann natürlich dazu führt, dass man in 35 Jahren nicht mehr so viel für 484 Euro kaufen kann wie heute. Das liegt auch jetzt nicht irgendwo an der Helvetia oder an der Fondsanlage, sondern es ist eben allgemeingültig, immer wenn es um Altersvorsorge geht, das Thema nicht zu vergessen und unter den Tisch fallen zu lassen. Ich sehe es leider immer wieder, darum erwähne ich es jetzt so deutlich. Berücksichtigen wir eine Inflationsrate von 2%, ergibt sich eine inflationsbereinigte Rente in Höhe von 442 Euro monatlich.
So. Und jetzt kommen wir, und das ist immer noch brutto, in die Situation, dass wir merken, das ist gar nicht viel Rente, die hier rauskommt und gar nicht viel mehr als die 250, die hier monatlich über 35 Jahre eingezahlt werden. Wir haben jetzt mal ausgerechnet, wie lange müsste denn der Max diese Bruttorente beziehen, damit er über die Rentenzeit sein eingesetztes Geld wieder raus hat. Die Antwort lautet 36 Jahre. Er müsste knapp 36 Jahre in Rente sein, also wenn er mit 67 in Rente geht, müsste er 103 werden, damit er sein eingesetztes Geld wieder rausbekommen hat. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, vielleicht hat er ja eine hohe Steuererstattung vorher gehabt, also eine höhere, als er hinten an Belastung nachzahlt. Ja, ist korrekt. Wenn man es ganz genau besteuerlich berechnet, kann es sein, dass es vielleicht nur 33 Jahre sind oder vielleicht auch 31. Aber nichtsdestotrotz ist es eine lange, lange Zeit, die er hier erstmal erleben muss, damit er sein eingesetztes Geld wieder raus hat. Wir reden ja noch gar nicht davon, dass er jetzt immens daran profitiert hat, als dass er jetzt Gewinne gemacht hat. Woran liegt das? Warum ist das eine so lange Zeit? Wir haben hier in der Mitte diese Blackbox, die aus den Vertragsunterlagen schwer bis eigentlich gar nicht nachvollziehbar ist. Dafür brauchen wir solche Gutachten, die das dann mal zusammenfassen. Hier können wir nämlich sehen, die Kosten rein auf der Ebene der Versicherung über die gesamte Laufzeit betragen etwas über 25.000 Euro. Das ist die eine Kostengröße, bestehend aus diesen Kostenarten des Versicherers. Dann haben wir hier noch einen Wert, und zwar über 90.000 Euro. Das sind die Fondskosten, abzüglich der Überschüsse, können auch wegfallen, und der negativen Einflussfaktoren, die ich eben erzählt habe. Das heißt, alles zusammen sind hier über 116.000 Euro Gesamtbelastung. Und diese Werte wiederum bieten auch das Potenzial, das eine oder andere hier dran zu optimieren, die Kosten hierbei um ein paar Zehntausender auf die Jahre zu senken. Und das bedeutet hinten raus, dass natürlich hier erheblich mehr Geld zur Verfügung steht, weil natürlich durch Zinseszins und rein durch die Ersparnis der Kosten hier am Ende mehr Kapital da ist, was wiederum mehr Rente bedeutet und wiederum bedeutet, dass der Max hier schneller an dem Punkt ist, wo er sagt, ich habe mein eingesetztes Geld zurück. Und unserem Kunden haben wir dann natürlich gezeigt, wie man das Ganze optimieren kann, wie man es einfach schafft, ohne mehr Geld in die Hand zu nehmen, bei gleicher monatlicher Belastung das Ganze optimiert. Und dann haben wir ihm noch als Alternative gezeigt, dass es eben auch Varianten gibt, losgelöst von der Basisrente, wo man eben deutlich flexibler ist, vor allem hinten raus im Rentenalter sich auch das Ganze einmalig auszahlen lassen kann oder eben eine Kombination daraus wählen kann zwischen Einmalzahlung und Rente und in der Ansparzeit halt auch einfach flexibler ist, wo man in Notfällen aufs Geld zugreifen kann. Das ist oftmals eine Variante, die die meisten Menschen dann doch angenehmer finden. Und steuerlich muss das nicht unbedingt unattraktiv sein. Das ist am Ende eine Individualbetrachtung, wo man diese beiden Varianten nebeneinander stellen kann, um dann für sich zu sehen, was macht mehr Sinn. Bevor man sich hier für eine Tarifvariante entscheidet, wo man nie wieder an das einmal eingesetzte Geld oder an das Geld, was hier eingezahlt wird, drankommt, weil es eben immer nur als Rente hinten raus verfügbar ist. Das ist ein großer Flexibilitätsnachteil der Basisrente generell. So. Und unterm Strich haben wir eben hier für unseren Kunden eine tolle Variante gefunden, wie er sich wohlfühlt und womit er sich jetzt einfach freut, dass er das Thema für sich erledigt hat und das schon ja, in relativ jungen Jahren. Wenn du jetzt dir die Frage stellst, wie sieht die Situation bei dir aus? Was hat dein Vertrag vielleicht für Optimierungsmöglichkeiten oder dein Angebot? Oder vielleicht gibt es eben auch für dich eine bessere Lösung? Dann geh gerne auf www.tappeconsulting.de, informier dich über uns und dann buch ein kostenloses Erstgespräch, in dem wir einfach mal rausfinden, wie es bei dir aussieht und ob du eben auch mit uns zusammen deine Altersvorsorge, deinen Vermögensaufbau noch richtig schön voranbringen kannst und wir das Ganze mit dir gemeinsam optimieren. Also, ich freue mich auf dich. Bis bald, dein David.